Hi zusammen, mein Name ist Mary und ich bin 16 Jahre alt. Sagt mal, wie ist eure Beziehung zu euren Eltern? Vielleicht seid ihr wie Freunde oder ihr habt Schwierigkeiten, miteinander zu kommunizieren? Ich hatte solche Schwierigkeiten mit meinem Dad. Hört euch meine Geschichte an, dann findet ihr heraus, wer er wirklich ist. Sein Name ist Kirk und ehrlich gesagt, er ist mein Stiefvater. Ich kann mich nicht an meinen echten Dad erinnern. Er ist gegangen, als ich noch sehr jung war. Deshalb hat meine Mutter mich großgezogen. Sie hat mich immer wie eine echte Prinzessin behandelt. Doch vor einem Jahr hat sie jemanden kennengelernt. Einen ernsten Typen namens Kirk Harrison, der für das Militär arbeitet. Sie waren schon eine Weile zusammen und haben dann geheiratet. So ist ein neuer Vater in mein Leben gekommen. Ich konnte mich einfach nicht dazu bringen, ihn so zu nennen, obwohl er sehr nett und nicht zu streng war. Er ist sogar mal mit mir zu einem Vergnügungspark gegangen und hat mir alles gekauft, was ich wollte. Die Geschichte, von der ich euch erzählen will, begann an einem Sommertag, als meine Mutter mir vorschlug, die Ferien in einem Sommercamp zu verbringen. Ich dachte mir, das wird großartig. Ich werde ganze Tage damit verbringen, zu schwimmen und Volleyball am Strand zu spielen. Und an den Abenden mache ich mich schick und gehe tanzen. Natürlich stimmte ich zu und lief los, um meinen Koffer zu packen. Ich nahm die schönsten Kleider und Sonnencreme mit. Kirk sagte, er würde mich zu dem Camp bringen und sicherstellen, dass ich mich dort gut einlebe. Wir unterhielten uns den ganzen Weg dorthin. Ich war höflich, das war alles. Als wir bei dem Sommercamp ankamen, hatte ich sofort das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Zuallererst waren wir im Wald und da gab es keinen Strand. Zweitens, anstelle von wunderschönen Häusern gab es dort Baracken und die Kinder trugen Militäruniformen. Was ging hier vor sich? Wo war ich? Ich frage ein Mädchen, das an mir vorbeilief, was das alles zu bedeuten hatte. Sie antwortete, bist du neu hier? Mein Name ist Lilly. Dies ist das militärisch-patriotische Sommercamp Junge Marinesoldaten. Komm mit, ich zeig dir alles. Bitte was? Was für junge Marinesoldaten? Wo waren wir denn hier bloß gelandet? Ich wollte sofort Kirk finden, doch aus irgendeinem Grund war er sofort gegangen. Ich fühlte mich zurückgelassen. Lilly brachte mich zu den Baracken, in denen ich leben musste, und half mir, meine Uniform zu bekommen. Ich habe noch nie so etwas getragen und mich ziemlich unsicher gefühlt. Als meine neue Freundin sah, was in meinem Koffer war, lachte sie laut los und sagte, dass all meine Sachen nutzlos im Camp waren. Die Handys wurden uns weggenommen und in einen Schrank ins Büro des Betreuers versteckt. Die erste Nacht im Camp habe ich damit verbracht, in mein Kissen zu weinen. Ich war es nicht gewohnt, so behandelt zu werden und verstand nicht, was hier los war. Doch das Schlimmste lag noch vor mir. Meine Hölle begann am nächsten Morgen. Wir wurden um 6 Uhr geweckt und gezwungen zu rennen. Ich wäre fast gestorben. Dann hat man uns ein völlig geschmackloses Frühstück gegeben und das Training begann. Uns wurde beigebracht, wie man Knoten bindet, in der Wildnis überlebt und alle möglichen anderen Sachen. Wer musste so etwas denn wissen? Doch wisst ihr, was noch sonst komisch war? Ich habe ein Porträt von meinem Stiefvater an der Wand neben den Porträts der Campleiter in dem Saal mit den Tapferkeitsmedaillen hängen sehen. Ich war geschockt, als ich herausfand, dass Kirk Harrison hier das Sagen hatte. Es war sein Camp. Ich wusste, wo er mich hingebracht hatte. Ich rannte im Camp herum, um ihn zu suchen, doch ich konnte meinen Stiefvater nirgendwo finden. Jemand sagte mir, dass er geschäftlich unterwegs war. Ich fragte mich, womit er so beschäftigt war und wurde immer nervöser. Am Abend saßen wir um ein Feuer und erzählten einander Gruselgeschichten. Ich habe mich sowieso schon unwohl gefühlt. Natürlich mussten die dann auch noch Horrorgeschichten obendrauf packen. Meine Freundin Lilly hat eine Geschichte von einem verrückten Holzfäller in den Wäldern erzählt. Vor langer Zeit wurde er einfach von seinen Freunden im Wald vergessen. Er konnte seinen Weg nicht mehr nach Hause finden und hatte sich verlaufen. Niemand hatte ihn seitdem gesehen. Nur der ominöse Schatten eines Holzfällers konnte manchmal in den Wäldern gesichtet werden und Menschen verschwanden immer mal wieder im Wald. Da reichte es mir. Ich wollte keine Minute länger dort bleiben. Ich war so ein Leben nun mal nicht gewohnt. Also entschied ich mich dazu, meine Mutter anzurufen und ihr alles zu erzählen. Oh, und mein Stiefvater würde echt Ärger für das alles bekommen. Vielleicht würde sich Mom sogar von Kirk scheiden lassen, wenn ich ihr erzähle, wo er mich abgesetzt hatte. Aber man hatte mir mein Handy weggenommen und es im Schrank mit den restlichen Geräten eingeschlossen. Ich musste es zurückbekommen. Ich habe gewartet, bis alle geschlafen haben, bevor ich die Baracken verlassen und mich wie ein echter Marinesoldat in das Zimmer des Betreuers geschlichen habe. Es war nicht leicht, mehrere Betreuer liefen mir über den Weg und ich musste mich verstecken oder mich zusammenkauern. Trotzdem waren einige der Fähigkeiten, die ich im Camp erlernt hatte, jetzt nützlich. Schließlich habe ich es geschafft und sofort den Schrank mit all den Handys gefunden. Ich habe es geschafft, ihn zu öffnen und fand mein iPhone. Endlich.
Ich wählte sofort die Nummer meiner Mutter. Als ich ihre Stimme hörte, konnte ich nicht anders, als in Tränen auszubrechen. Ich erzählte ihr, wo dieser fiese Kirk mich hingebracht hatte und wie schlimm es dort war. Er hatte mich angelogen. Also lügte er sie vielleicht auch an. Doch meine Mutter lachte nur aus irgendeinem Grund. Sie nannte mich albern und sagte, dass sie von Anfang an Bescheid wusste über das Camp und was ich dort zu erwarten hatte. Es stellte sich heraus, dass meine Mutter meinen Stiefvater gebeten hatte, mich zum Camp zu bringen, damit sie etwas Zeit mit ihm allein verbringen konnte. Ich konnte es nicht glauben. Meine Mutter war auf seiner Seite. Ich schaute mir ihr Instagram-Profil an und fand neue Fotos, auf denen sie sich mit Kirk entspannte. Ich weinte bitterlich. Sie hatten mich beide hintergangen. Was sollte ich denn jetzt nur tun? Am nächsten Tag ging die Folter im Camp wieder von vorne los. Aber ich war entschieden, abzuhauen. Ich habe Lilly von meinen Plänen erzählt. Sie hat versucht, es mir auszureden. Aber ich habe ihr nicht zugehört. Ich konnte einfach nicht länger dableiben. Also habe ich heimlich einige meiner Sachen in meine Reisetasche gepackt, gewartet, bis die Wächter zum Frühstück gegangen waren, kletterte über den Zaun und floh aus dem Camp. Ich verbrachte viel Zeit damit, durch die Wälder zu wandern, in dem Versuch, die Straße zu erreichen. Doch je mehr ich es versuchte, desto tiefer landete ich im Wald. Schließlich habe ich angefangen, im Kreis zu laufen. Ich hatte mich verlaufen. Da bekam ich richtig Angst. Es war Nacht und ich hatte nur eine halbe Flasche Wasser und ein paar Schokoriegel bei mir. So würde ich nicht lange überleben. Besonders, weil die Nächte in den Wäldern sehr kalt waren. Ich rollte mich zusammen und lehnte mich mit dem Rücken an einen Baum. Es schien, als hätte ich einen furchtbaren Fehler gemacht, als ich von dem Camp weggerannt war. Und dann hörte ich das Knacken von Ästen. Wer war da? Mein Herz klopfte wie verrückt in meiner Brust. Konnte das ein Bär sein? Doch dann hörte ich die Schritte und sah die dunkle Silhouette eines Mannes zwischen den Bäumen. Ich war so verängstigt, dass ich mich nicht bewegen konnte. Ich habe mich sofort an die Horrorgeschichte erinnert, die Lilly uns allen beim Lagerfeuer erzählt hat. Es war der verrückte Holzfäller. Und er war gekommen, um mich zu entführen. Ich sprang auf die Füße und rannte. Äste schlugen mir schmerzhaft ins Gesicht, aber ich hielt nicht an. Ich rannte lange, aber die Schritte hinter mir hielten nicht an. Ich hörte Rufe, konnte die Worte aber nicht verstehen. Ein verrückter Holzfäller jagte mir hinterher. Schließlich gaben meine Beine nach und ich stürzte. In diesem Moment hörte ich, wie jemand näher kam. Ich blickte verängstigt auf und sah meinen Stiefvater. Kirk sagte, er war gekommen, um mich zu retten. »Ich konnte dich kaum finden. Wieso bist du weggerannt?«, fragte er. Mein Stiefvater machte ein Feuer und packte ein paar Marshmallows aus. Was hatte das alles zu bedeuten? Er lächelte traurig und sagte, dass er meine Mutter sehr liebte. Er wollte auch mit mir Freundschaft schließen. Wie sich herausstellte, hatte meine Mutter ihn gebeten, mich in das Militärcamp zu bringen, damit ich disziplinierter und verantwortungsbewusster werden würde. Kirk wollte auch etwas Zeit mit meiner Mutter alleine verbringen. Und ich würde höchstwahrscheinlich bald einen kleinen Bruder oder eine Schwester haben. Ich weiß nicht wieso, aber diese Neuigkeiten machten mich sehr glücklich. Ich konnte auf das Baby aufpassen. Aber um das zu tun, musste ich wirklich etwas Disziplin lernen. Ich konnte ja nicht einmal auf mich selbst aufpassen. Kirk und ich saßen um das Feuer herum und rösteten Marshmallows. In diesem Moment erschien mir mein Stiefvater wie eine sehr nette und gutmütige Person. Ich hatte ihm vergeben. Am nächsten Tag gingen wir zum Camp zurück und er schlug vor, dass ich zurück zu meiner Mutter gehe. Ich habe darüber nachgedacht. Vielleicht hatten sie und mein Stiefvater recht und ich konnte dort wirklich noch viel lernen. Außerdem gewöhnte ich mich langsam an das Camp und es wurde echt Spaß mit Lilly machen. Jedenfalls habe ich Kirk gesagt, dass ich bis zum Ende dort bleiben würde. Er war sehr, sehr glücklich über meine Entscheidung. Also verbrachte ich den Großteil des Sommers dort. Man hat mir viele interessante Sachen beigebracht. Ich habe gelernt, für mich selbst einzugestehen, selbst in Alaska zu überleben und erste Hilfe zu leisten. Das wird euch vielleicht überraschen, aber ich bin zu einer ganz anderen Person geworden. Als das Camp zu Ende ging, wollte ich nicht einmal nach Hause gehen. Ich hatte dort viele neue Freunde unter den jungen Marinesoldaten gefunden. Wir wollten uns dort im nächsten Jahr wiedersehen. Und als wir nach Hause fuhren, erzählte mir Kirk, wie sehr meine Mom mich vermisst hatte und ich habe ihn zum ersten Mal Dad genannt. Er lächelte leicht und hielt inne. Dann sah ich, wie Tränen über sein Gesicht liefen. Kirk war glücklich. Ich hoffe, unsere Familie wird stark und glücklich und dass ich mich um uns alle kümmern kann. Jetzt kann ich das. Schreibt in die Kommentare, würdet ihr gerne zum militärisch-patriotischen Camp mit mir gehen? Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, weil wir jetzt ein Team sind.